hingepackt, wo ich es hingepackt. Und zwar. Ja, weißt du was? Bedien dich. Hier ist mein Lager. Ja, bedien dich. Da ein bisschen Stein. Wert. Alles war's. Du wirst schon wieder angerufen, Mann. Ah. Ich hab keinen Bock. Mann. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ja, ich würde sagen, ich mach jetzt ganz kurz mal einen Cut und zieh mir das an. Kein Bock, Mann! Ja, wer wohl? Ach Gott, nimm dein Handy mit. Doofkopf. Schwuchtel. Wenn er das in der Folge hört, Mann. Wird er wahrscheinlich nicht hören. Ja, er hat sich gemutet. Ich wette, er telefoniert mit dir. Ich nehme jetzt Wetten an. In den nächsten 10 Sekunden geht's noch. Eindeutig, er telefoniert. Er telefoniert. So, okay, Leute. Bei mir geht's jetzt noch weiter. Ist mir egal, was der Typ da gerade macht. Reactor Control Rod, Reactor Controller, Reactor Casing, Yellowrium Fuel Rod. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Dann mache ich noch ein paar Reactor Casings. Ich brauche 8 für die Base. 4. Nein, ich brauche 9 unten. Plus 4 haben wir 13. Plus 8 haben wir 21. Wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Nein, plus 4, 13, 8, 21, ja. Und wir haben 8. Gut. Sollte vielleicht den hier machen. Und den hier. Gut. 12, 16, 20, 21. Gut, die Casings werde ich sowieso noch öfter brauchen. Gut, Leute. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert, okay? Ich werde den Reaktor hier hinter meinem Haus bauen. So, hier hin. Gut. Wir brauchen erstmal eine solide Basis. So gefällt mir das nicht. Und zwar machen wir eine Base aus 9 Reactor Casings. Ja, so weit, so gut. Vorne dran kommt ein Reactor Controller. Auf der linken Seite ein Reactor Access Port. Und auf der rechten Seite ein Reactor Power Tap. In der Mitte kommt eine Yellowrium Fuel Rod. Alles klar. Der Rest wird ausgefüllt hier mit Casings. Also ja. Oben drauf kommt eine Reactor Control Rod. Und dann ist hier das beschäftigt an. Und wir haben unseren Reaktor. Nice. Der macht jetzt das, wenn wir hier jetzt unser Yellowrium reingeben, wird das hier angefüllt. Wenn wir den jetzt anschmeißen, fängt an, Energie für uns zu produzieren. Nice. Oh ja! Und weißt du, wie viel Energie der produziert? Sau viel, ich weiß. Oh, im Vergleich zu dem Erz. Oh ja. Also ja, ich bin wieder weg. Es ging um den Urlaub. Und der erste Anruf war übrigens mein Vater. So. Der mich zurückgerufen hat. Ein Alloy Only Mode. Dann machen wir diese Alloys. Ich brauche Clay, Sand und Gravel. Hast du sowas?
momentan? Im Gravestone, glaube ich. Naja. Muss ich mal gucken. Ich nehme jetzt meine tolle Diamantschaufel. Weißt du, was ich vorher mache? Ich snack mir hier in der Nähe ein paar Schafe, mach mir ein Bett und penne ganz kurz mal. Das ist eine super Idee. Ich weiß. Ich weiß. Selbstverliebt! Gar nicht. Also, ich bin immer noch stark am Lava auffüllen hier in den Tank. Und Ananas Games hat gepennt. Hat jetzt seinen eigenen Spawnpoint. Nice. Gut. Sind die Dinger schon fertig? Zum Teil. Spawnpoint könnte ich eigentlich auch. Haben wir schon ein bisschen. Gut. Ich brauche jetzt Sand. Und Gravel und Clay. Clay nicht so viel, aber Sand und Gravel. Ah, da geht's noch weiter. Ganz klar, ich will nicht. I don't like you. I don't like you. No. Okay, ich höre. Okay. Wie lange geht unsere Aufnahmesession schon? Keine Ahnung. Ja, nehmen auf seit fast einer Stunde. Also ich habe schon ein bisschen früher angefangen, aber fast eine Stunde. Gut, Neno. Wann willst du denn finalisieren hier? Keine Ahnung. Irgendwann, ich bin gerade ziemlich am Farmen hier. Das glaube ich dir gleich, aber irgendwann müssen wir finalisieren. Ich werde ja hier jetzt nicht drängen, aber irgendwann muss das sein. Gut. Kein Stress. Anders Games wieder hart um Stress machen. Ja klar, immer. Ich brauche jetzt einen Ofen. Ich stelle mir jetzt einfach einen normalen Ofen auf. Oh mein Gott. Was tut er da? Er stellt einen normalen Ofen auf. Warte mal, ich habe normale Öfen. Chichi. Ich bin immer noch am Lava-Snacken hier. Schön für dich. Sehr schön für dich. Wo ist mein Clay? So. Ich habe genug. Leute. Kein Bock mehr. Jetzt zeige ich euch was. Ich habe hier Binder Composite gemacht hier rein. Und ich habe hier. Macht hier rein. Aus dem Zeug machen wir nämlich. Das habt ihr vielleicht bei R03 schon mal gesehen. Bam! Conduit Binder. Was machen diese Conduit Binder? Und das will ich euch zeigen. Wir haben hier Conductive Iron. Was macht Conductive Iron? Nun, das will ich euch zeigen. Und zwar. Fuck. Machen wir das so. Und dann kriegen wir Energy Conduits. Was machen Energy Conduits? Naja, das ist obvious. Gut, wir schlagen uns hier jetzt ein Loch in die Wand. Eigentlich ins Fenster. So. Access Port. Lauf. Unseres Generators. Und wir haben Energie. Wir haben Energie. Oh ja, das nächste Ziel werden dann sein Double Layer Capacitors. Damit das alles ein bisschen schneller geht. So, dich brauche ich nicht mehr. Tschüss. Voll im Aussortieren.
Ja, falls du einen Stirling-Generator brauchst, ich habe gerade einen zur Verfügung. Ja, jetzt noch nicht. Also ich bin noch nicht so am Energietechnischen hier am Werken. Später mal. So. Und diese Dinger. Basic Capacity. Ich snack mir nur. Snack mir nur eure Energie. Ja, ist mir klar. Und etc. Ja, ist mir klar. Gut. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Gold, ein bisschen Copper, ein bisschen Redstone. So, wir haben Lava. Einmal hier. Und ein bisschen Eisen. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Mhm. Es funktioniert. Aber das Beispiel funktioniert nicht. Das ist nicht so geil. Irgendwie hat der Controller kein Dingens. Warte, ich komm gleich. Der Controller funktioniert nicht. Nein! Oh, 4 Kapazität, was mach ich hier eigentlich? Stirbt. Ich hab so gewusst. Geht das eigentlich so? Zack, zack. Da. Irgendwas Construct. Ja, funktioniert. Acht Basic Capacitors habe ich jetzt. Und dann brauche ich. Was mache ich dann? Genau. Geht's das haben aus? Wir. Kann es sein, dass der Ank irgendwie auf eine bestimmte Höhe. Warte, ich komme gleich. Ich komme gleich. Gehen wir es mal so. Wenn ich Leute sagen höre, oh, ich probiere es mal so, dann gehe ich davon aus, dass sie was kaputt machen. Damit komme ich wieder drauf, oh, es ist Minecraft, da kann man nichts kaputt machen. So. Meine zwei. Weiter. Warte. Wait. Ich will das. Wo ist meine Pickaxe? So, ah, da. Meine zwei Capacitor Banks füllen sich auf. Also falls einer von euch zweimal Energie braucht. Ja, 03, das geht auch an dich, falls du Energie brauchst. Könnt ihr snacken. Ich hab. Also, falls ihr mir Yellow Ride liefert, kein Problem. Ich mach euch die Energie hier. Die Energie. Hallo, hier, Hilfe. Vielleicht leben. Weißt du, was wir mal machen? Wenn wir die stärksten Kabel überhaupt haben und die zuhauf, dann legen wir Kabel überall hin. Dann lege ich zu dir Kabel, dann lege ich. Alter, dann werde ich Stromanbieter Nummer 1, ja? Okay. Was ist dein Problem? Das funktioniert nicht. Nein! Jetzt schon. Oh, es funktioniert. Lol. du hast doch ein Dingens von mir, ein Block. Oh mein Gott, ein Block. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich. Genau, ey, ich bin Nino, ich bin geizig. Nee, Spaß. Vielen Dank. Kein Problem. Nehmen wir mal 4. Alles. 4. Du hast eine Lava Drum, nicht schlecht. Hast du die mit in die Höhle genommen und dann aufgefüllt? Ratatatatatatata. Ja klar. Rat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 a. Ratzfatz. Aluminium Dust. So, mehr Aluminium. 4 Aluminium. Nee, was machst du? Was? Oh. Danke. Ich brauch das Zeug nicht. Zumindest noch nicht. Und wenn ich's dann brauche, sollte es hell sein. Dann schaue ich in die Folge, wie viel das ich dir gegeben habe und fordere dann das Ohr. Ja. Alles klar. Alles klar. Ja, alles klar. Gut. Ratzfatz. Die Capacity Banks sind voll, das ist auch alles voll. Dann werde ich mich jetzt mal. Dann schaue ich jetzt mal. Double.